Liebe Zuschauer, ich habe ein Talent entdeckt, an das gebe ich jetzt ab und ich habe jetzt frei, aber meine kleine Laura ist ein bisschen aufgeregt, deshalb halte ich sie noch ein bisschen im Arm. Bitteschön. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche im Kabeljournal. Mein Name ist Laura Baumgärtel und ich führe Sie in dieser Woche durch die Sendung. Der Landkreis Zwickau hat zum vierten Mal einen Tourismustag durchgeführt. Dazu gehören Exkursionen zu touristischen Highlights im Landkreis, unter anderem auch nach Limbach-Oberfrohna. Exkursion ins Echo-Museum in Limbach-Oberfrohna. Das war ein Teil des vierten Tourismustages, zu dem am 23. September der Landkreis Zwickau Tourismusdienstleister einlud. Der Tourismustag ist ein Kooperationsprojekt zwischen Landkreis Zwickau, IHK Zwickau, dem Verkehrsverbund Mittelsachsen und der Tourismusregion Zwickau und ist natürlich eine schöne Möglichkeit für die ganzen Touristiker aus der Region, die Gastronomen, Beherbergungsbetriebe, alle, die da irgendwie mit dem Tourismus zu tun haben, zu netzwerken und einfach auch mal ins Gespräch zu kommen. Die Palette touristischer Angebote im Landkreis Zwickau ist umfangreich und bietet so jede Menge Inhalt für Tourismustage. Der Tourismustag findet jedes Jahr in einer anderen oder jedes Mal in einer anderen Kommune statt. Im vergangenen Jahr waren wir in Zwickau, vor 2 Jahren in Kirchberg und das Jahr davor in Hohenstein-Ernsthal. Diesmal nur das erste Mal in Clauchau. Wir suchen uns dort immer einen relativ großen Bereich aus, wo wir alle unsere Touristiker auch unterbringen. Und dort finden natürlich auch Vorträge statt, heute zum Thema insbesondere Barrierefreiheit. Neben Diskussionsveranstaltungen bot man geführte Exkursionen zu touristischen Highlights des Landkreises Zwickau an. Eine Bustour führte nach Limbach-Oberfrohna, wo 2016 der Tag der Sachsen stattfindet. Abgefahren wurde ein Teil der Strecke, auf der der Festumzug unterwegs sein wird. Und natürlich stellte man den Tourismusdienstleistern die Stadt aus touristischer Sicht vor. Einblicke zur Geschichte und zur Entwicklung von Limbach-Oberfrohna erhielten die Gäste im Esche-Museum. Die Textilindustrie spielte, wie auch in anderen Orten des Landkreises Zwickau, eine wichtige Rolle beim Wachsen und Werden. Limbach-Oberfrohna hat dabei einige Besonderheiten zu bieten. Johann Esche baute um 1700 einen englischen Handwerkstuhl nach, vervielfältigte den und führte in Limbach die Würkerei ein. Von hier aus verbreitete sie sich nach ganz Westsachsen. Eine weitere Besonderheit ist, dass 1869 in Limbach die erste Würkereifachschule der Welt gegründet wurde. In Limbach-Oberfrohna baute man nicht nur nach, es wurde auch weiterentwickelt. So von Heinrich Mausberger das Kettenwirkverfahren. Seine Malimo-Technologie machte im 20. Jahrhundert Limbach-Oberfrohna weltberühmt. Die Tourismusdienstleister sprangen im Esche-Museum durch die Zeiten, ganz dem Zeitsprungland entsprechend. Der Marke, mit der der Verein Tourismusregion Zwickau für die Tourismusregion Zwickau wirbt. Der Tourismustag ist natürlich eine Wertschätzung auch des Tourismus als Wirtschaftsfaktor in der Region, auch des Zeitsprunglandes, unser Landkreis, auch die IHK, auch der Verkehrsverbund Mittelsachsen und natürlich unsere Tourismusregion Zwickau e.V. mit seinen Leistungsträgern, die stehen voll hinter der Marke Zeitsprungland und das Zeitsprungland wird natürlich auch dabei helfen, dass der Wirtschaftsfaktor Tourismus in unserem Landkreis, in unserer gesamten Region mit unseren Kooperationspartnern gemeinsam starken Aufwind kriegt und nachhaltig wächst. Wenn auch kein touristisches Ziel, besuchte man zum Tourismustag in Limbach-Oberfrohna auch die Schule am Stadtpark, die Förderschule für geistig Behinderte. Hier wurde zum Thema Barrierefreiheit auch zum Tag der Sachsen gesprochen. Die Schule am Stadtpark wird dort ja eine zentrale Rolle spielen, weil ein integratives Rollstuhl-Basketball-Turnier stattfinden wird. Die Barrierefreiheit ist ein Tourismusfaktor. Auch deswegen widmete man sich in diesem Jahr diesem Thema. Unter dem Motto Barrierefreier Tourismus, Tourismus für alle, wurde in Vorträgen aufgezeigt, was alles für einen barrierefreien Tourismus spricht. Barrierefrei oder arm bedeutet, dass man mit seinen touristischen Angeboten ebenfalls Menschen mit körperlichen Einschränkungen ansprechen kann. Das sind nicht nur Behinderte, auch für Menschen, die altersbedingt körperlich eingeschränkt sind, aber trotzdem Interesse an den verschiedenen Angeboten haben, eröffnen sich Möglichkeiten, diese nutzen zu können. Wie der fünfte Tourismustag gestaltet werden wird, werden die Partner des Kooperationsprojektes noch entscheiden. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden dann die Vorschläge auf den Tisch gebracht. Es werden gute Vorschläge gebracht, auch vielleicht Impulse mitgebracht vom Landestourismusverband oder von anderen Tourismustagen in anderen Regionen, einfach auch um zu sehen, wo brennt denn eigentlich der Schuh, wo will man eigentlich thematisch hin. Und
Ja, also die Vorschläge, die gibt es dann im Laufe der Zeit und oftmals sind das so viele, dass wir dann für den nächsten Tourismustag schon wieder die nächsten Themen haben. Sattkabel, Ihr Partner für preiswertes High-Speed-Internet im Fernsehkabel. Surfen Sie mit Höchstgeschwindigkeit durchs Web. Sichern Sie Daten auf entfernten Surfern. Erleben Sie Fernsteuerungen in Echtzeit. Spielen Sie mit einem Superping. Sonderkonditionen und mehr Teilnehmeranschlüsse sind möglich. Telefonieren Sie sicher und in bester Qualität, natürlich mit kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Beachten Sie unsere Kombi-Flat-Angebote. Weitere Infos finden Sie auf www.satt-kabel-online.de. Achtung Kabelanlagenbetreiber, gern unterbreiten wir Ihnen ein Angebot zur Providerlösung für Internet und Telefonie auch in Ihrer Anlage. Rufen Sie an 03724 66650. Mehr Nachrichten aus der Region sehen Sie jetzt in den Wochensplittern. Wir haben bereits davon berichtet, Grenzkontrollen bei der Einreise nach Deutschland an allen Grenzübergängen, so auch in Reizenhain. Auch am vierten Tag nach Einführung wurde hier in Reizenhain verstärkt kontrolliert. Peter Pohl ist Polizeikommissar hier und teilte uns dazu Folgendes mit. Was sollte man beachten, wenn man die Grenze in Richtung Tschechien verlässt oder wieder einreist? Also man sollte seine gültigen Grenzübertrittspapiere in Form eines Passes oder Personalausweis und die Fahrzeugpapiere mit sich führen und sie auch bereithalten und entsprechend den Bestimmungen, die wir haben, die nur erlaubt sind, mitbringen. Was wird jetzt vorwiegend kontrolliert? Vorwiegend werden jetzt Fahrzeuge kontrolliert, die schwerpunktmäßig der illegalen Einreise positiv gegenüber sind. Das heißt, wir kontrollieren Transporter, LKWs, und Fahrzeuge, wo man nicht eindeutig erkennen kann, wie viele Personen und welcher Nation sie drin sind. Haben die Fahrzeuge mit Erznummern einen kleinen Bonus? Bei uns hat jeder einen Bonus, solange er keine fremden Personen mit sich führt. Wurden Sie schon fündig in den letzten Tagen? Bei dieser Kontrolle bis jetzt nicht, aber es wurde in der letzten Zeit schon mehrere illegale Einreisen an der grünen Grenze festgestellt. Und das Ganze geht 24 Stunden? Das geht rund um die Uhr. Ja, aus Syrien und da, ne, das ist alles Grenze kontrolliere. Geht problemlos? Wir haben keine Probleme. Wo müssen Sie noch heute noch hin? Nach Deutschland und da nach Niederland. Gute Fahrt. Dankeschön. Mit einem Kanonenschlag des Schützenvereins startete am 19. September das dritte Hartmannsdorfer Gewerbefest. Bei der Eröffnung konnte Bürgermeister Uwe Weinert prominente Gäste begrüßen, darunter den ersten Beigeordneten des Landkreises Mittelsachsen, Lothar Bayer, den Hauptgeschäftsführer der IHK Chemnitz, Hans-Joachim Wunderlich, sowie den Vorsitzenden der Geschäftsführung von 1 Energie, Roland Warner. Bei einem Besuch der SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH durften sich dann Politiker und Unternehmensvertreter selbst ein Bild von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Hartmannsdorfer machen. Geschäftsführer Kai-Uwe Schuld gab bei einem Rundgang durch den Betrieb interessante Einblicke in das mittelständische Unternehmen. Wir sind ein nicht nur national, sondern auch international tätiges Prüf- und Zertifizierungsunternehmen. Das Primat unserer Tätigkeit spielt sich in reinen Labors in der Prüfung von verwendungsfertigen Produkten, aber auch Komponenten für Produkten ab. Wir prüfen vielleicht angefangen vom Messer für die Küche bis hin zum Röntgenthermographen für die Medizinprodukte vollumfänglich Produkte auf ihre
Sicherheit, Normenkonformität im europäischen Raum, aber auch für den Export in internationalen Normen. Aber auf der anderen Seite ermitteln wir natürlich auch so etwas wie Gebrauchs- und Funktionswerte für unsere Kunden, die Verbraucherschutzorganisationen sind, wie zum Beispiel auch die Stiftung Warentest. Die SLG mit ihren 152 Mitarbeitern gehört schon zu den größeren Arbeitgebern im Ort. Auf der Handwerkerstraße durften sich beim Hartmannsdorfer Gewerbefest aber auch kleinere Unternehmen präsentieren. Diese Betriebe haben ebenfalls einen großen Anteil daran, dass sich die wirtschaftliche Lage der Kommune in einem guten Zustand befindet. Hartmannsdorf hat ja mit knapp 4000 Arbeitsplätzen ja eigentlich ein unheimlich starkes Wirtschaftspotenzial. Natürlich geschuldet der Tatsache, dass leistungsstarke Unternehmen, also auch Handwerksbetriebe hier vor Ort sind. Bei 4500 Einwohnern ist das natürlich schon ein ganz schönes Pfund, was wir hier haben. Und die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Hartmannsdorf ist natürlich davon auch maßgeblich geprägt. Das ist ganz einfach so. Und wir gehören auch zu den wirtschaftlich stärksten Gemeinden im Freistaat Sachsen. Da sind wir ganz besonders stolz drauf und haben auch einen guten Draht mit unseren Unternehmen und tun auch alles, um den Standort hier für die Unternehmen weiter attraktiv zu gestalten. Wir haben mit der Gewerbegebietsfläche erschlossen, wir haben eine sehr niedrige Gewerbesteuerumlage, was also auch als Standortfaktor wichtig ist. Bildungseinrichtungen sind vor Ort, wo auch die Unternehmen davon partizipieren. Darum ist beim Gewerbefest auch die Europäische Oberschule Hartmannsdorf mit an Bord. Die Berufsorientierung ist bei uns das besondere Profil. Das heißt also, dass unsere Schüler von der 5. bis zur 10. Klasse in der Woche eine Stunde zusätzlich zum Lehrplan Stoff haben, wo sie schon auf die verschiedenen Berufe vorbereitet werden. Also wir fangen in der Klasse 5 und in der Klasse 6 mit sogenannten Firmenentdeckertagen an, wo unsere Schüler so den ersten Einblick erhalten. Und dann in der 7 gehen unsere Schüler halt schon ins Praktikum, ins Schnupperpraktikum rein. Wir haben ganz viele Unternehmen in Hartmannsdorf, die uns auch hier in unserer Konzeption unterstützen. Da Unternehmen nicht nur gebildete, sondern auch gesunde Mitarbeiter brauchen, hatte der TSV 1862 ebenfalls einen Stand beim Gewerbefest. Die Hartmannsdorfer Turner konnten schon zahlreiche sportliche Erfolge feiern. Wer sich nur fit halten möchte, ist aber ebenso herzlich willkommen. Ich muss keiner Leistungssport betreiben. Wir haben auch, wie gesagt, Breitensport, Gymnastik, Spaß am Sport, Spaß mit den Mitgliedern in der Gruppe. So soll es eigentlich sein. Auch Geselligkeit spielt eine große Rolle. Man kann sich beim Vorstand direkt melden übers Internet unter tsv-hartmannsdorf.de. Dort sind alle Kontaktdaten angegeben oder in die Turnhalle kommen in Hartmannsdorf in die Turnstraße 5. Dort trifft man immer jemanden an, eigentlich ab ca. 16 Uhr. Das Bierkastenstapeln gehört nicht zu den Sportarten, die der TSV anbietet. Das konnte man nur auf dem 3. Hartmannsdorfer Gewerbefest. Im Textil- und Rennsportmuseum Hohenstein-Ernsthal wurde am 19. September eine neue Sonderausstellung eröffnet. Diesmal dreht sich wieder alles um Rennsport, ganz speziell um die Helden aus der zweiten Startreihe. Ich habe mich in den vergangenen Jahren immer mit den Helden aus der ersten Startreihe beschäftigt, auch für unsere Dauerausstellung, die wir im vergangenen Jahr erneuert haben. Und bei der Beschäftigung mit diesem Material sind mir auch die vielen anderen Fahrer oft untergekommen, per Foto oder per Exponat. Und das war eigentlich doch jetzt mal Zeit, die vielen Fahrer aus der zweiten Startreihe aus dem großen Feld hinter den Favoriten auch mal in Fokus zu nehmen und denen hier mit der Ausstellung auch ein kleines Denkmal zu setzen. Einer ist der Kallenberger Rennfahrer Walter Eifert. Er verstarb 2008 und hinterließ seiner Familie Trophäen und viele andere Zeugnisse aus seiner aktiven Rennsportzeit. Vieles davon kann in der Sonderausstellung besichtigt werden. Familienmitglieder von Walter Eifert waren zur Ausstellungseröffnung zu Gast. Der Enkelsohn Thomas Eifert erinnerte an seinen Großvater. Also als wir mit ihm über Motorsport gesprochen haben, haben bei ihm immer die Augen geleuchtet. Es war immer eine große Begeisterung für den Motorsport zu spüren, wenn wir Rennen geschaut haben und natürlich auch, wenn wir über seine eigene aktive Zeit gesprochen haben. Also es war so, dass er viele Fotos hatte und auch die ganzen Pokale und Trophäen, die er errungen hatte, die standen im Wohnzimmer und ich kenne sein Wohnzimmer gar nicht anders. Seine Motorsportkarriere startete der 1920 geborene Walter Eifert 1938. Ist da bis zu seiner Einberufung 1940 gefahren und nach dem Zweiten Weltkrieg konnte er die ersten 5 Jahre nicht fahren, weil er da unter den schwierigen Verhältnissen andere Dinge hatte.
um das tägliche Überleben zu sichern. Die Begeisterung ist wieder aufgeflammt, als er 1949 in Schleiz ein Rennen besucht hat, die aktiven Fahrer dort gesehen hat und meinte, das will ich auch noch mal erleben. Und hat dann von 1950 bis 1956 in den Klassen der 350 Kubikzentimeter Klasse Rennsport betrieben. Auch andere Helden aus der zweiten Startreihe werden in der neuen Sonderausstellung vorgestellt. Um Motorsport dreht sich im Hohenstein-Ernsthaler Textil- und Rennsportmuseum auch am 3. Oktoberwochenende alles. Wir haben am 17. und 18. Oktober ein Seitenwagentreffen geplant. Da sind einige Seitenwagenfahrer eingeladen mit ihren Rennmaschinen. Die werden ihre Geschichten erzählen, auch ihre Siege und Erfolge. Und dazu sind auch alle Besucher herzlich eingeladen. Ab 11 Uhr hat das Museum an diesen beiden Tagen geöffnet. Die Sonderausstellung Helden aus der zweiten Startreihe kann bis zum 8. November besichtigt werden. Dienstag bis Sonntag von 13 bis 17 Uhr. Neigt sich der Sommer dem Ende zu und sind die Felder abgeerntet? Ist es Tradition, der Natur für die reichlichen Gaben mit einem Fest zu danken? Rund 10.000 Gäste feierten das 19. Erntedankfest in Altmittweida. Dieses zählt schon seit Jahren mit Abstand zu den größten Erntedankfesten in unserer Region. Zahlreiche lokale Hersteller präsentierten unter dem Motto Vielfalt der Region ihre Produkte. Apfelexperten stellten sich den Fragen der Besucher und bestimmten die verschiedenen Sorten. Nicht nur die Erzeugnisse, sondern auch die Nutztiere und Zuchterfolge gab es zu bestaunen. Groß und klein sahen sich Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde und kleine Ferkel an. Die Sau mit 14 Ferkeln war einer der Stars auf dem Festgelände. Besuchermagnet war auch die Ausstellung alter und moderner Landtechnik. Vor allem die Kleinen bestaunten die Traktoren und Landmaschinen aus unmittelbarer Nähe. Auch Oldtimer-Fans präsentierten ihre Schmuckstücke. Die Alttraktoren, mit der Großväter schon Landwirtschaft betrieben haben, sollen erhalten bleiben. Zudem erlebten die Besucher an drei Tagen hochkarätigen Pferdesport. Das 23. Reit- und Springturnier des Reit- und Sportvereins Altmittweida lockte viele Gäste und Teilnehmer von nah und fern. Der Verein feiert dieses Jahr schon sein 55. Bestehen und führte im Rahmen des Turniers auch Springprüfungen der Klasse M durch. Auch im gut gefüllten Festzelt sorgten Musiker und Sänger drei Tage lang für die beste Stimmung. Im nächsten Jahr wird die Tradition fortgeführt, damit jeder die Landwirtschaft und deren Erzeugnisse hautnah erleben kann. Das Jugendzentrum Riot in Liechtenstein feierte am 19. September das 20. Jubiläum. Ein Geburtstag, der um 12 Uhr mit einem Programm für Feierfreudige aller Generationen gestartet wurde. Es gab von heißen Draht für die Kinder eine Hüpfburg, Popcorn, Eisverkauf, Speisen und Getränke für die anderen Besucher. Außerdem bekam zum 20. Bestehen das Jugendzentrum eine neue bunte Außenfassade, gestaltet von Graffiti-Künstlern. Mein Name ist Rico Task One Kruner. Ich habe das Task gemalt. Die Wand ist von meiner Crew, 100%. Das ist der Schick, der hier gemalt hat. Der Baum in der Mitte ist vom Mokka. Das ist mein jüngerer Bruder. Und das Task hier drüben ist von mir. Graffiti ganz legal. Freiflächen werden inzwischen vielerorts angeboten. Manch Graffiti-Künstler kann sogar von seiner Kunst leben. Auftragswerke sind in der Region um Liechtenstein so einige an Häusern und anderen Wänden zu entdecken. Die meisten betreiben jedoch Graffiti-Kunst als Hobby. Wir sind ja ziemlich vernetzt mit den Leuten im Internet, halt so, also mit dem Tom Rusty, der hat das Ganze hier organisiert. Und mit dem sind wir schon seit Jahren in Kontakt, da läuft er gerade. Und wir werden immer eingeladen und uns wurde die Wand zur Verfügung gestellt und da haben wir gesagt, okay, wir malen hier so ein bisschen Waldthema mit einem so Fantasy-Haus, Baumhaus, sagen wir mal. Ne? Graffiti ist nicht jedermanns Sache. Möglichkeiten, sich auszuprobieren, gibt es noch vielerlei andere, auch im Jugendzentrum Riot. Wir haben nicht nur Jugendliche, wir haben auch Kinder hier. Also ist praktisch für Alter von 7 bis zum 27. Lebensjahr. Wir machen Ferienprogramm, wir machen gemeinsames Kochen, dann haben wir einen Tischkicker, dann haben wir Tischtennisplatte, Fußballfläche, eine Skateranlage, einen Kraftraum haben wir noch.
Dann machen wir Partys, dann wenn Schulen irgendwelche Abschlussfeiern haben oder irgendwelche Projekttage. Zur Geburtstagsparty am 19. September waren auch die dabei, die vor 20 Jahren das Jugendzentrum mitgründeten, wie Jürgen Riemer. Also wir haben vor 20 Jahren angefangen im Haus der Einheit. Der Einheit wurde damals abgewickelt, platt gemacht. Und der Bürgermeister hat damals gesagt, wir stellen euch was Neues. Wir gucken uns nach einem neuen Ort um und darum ist es hier so entstanden, das Jugendzentrum Riot. Eine Party ohne Musik ist natürlich keine richtige Party. Ab 18 Uhr gab es Live-Musik. Neben Bluesrock aus Oelsnitz, Rock mit Attitüde aus Dresden, auch Surfpunk und Garage Roll aus Zwickau von Monkey and the Lions. »2015 ist ein Jahr, in dem so manche Jubiläen gefeiert werden. In Limbach-Oberfrohna war das am 19. und 20. September 20 Jahre Großsporthalle. Sportler der verschiedenen Vereine aus den unterschiedlichsten Ortsteilen der großen Kreisstadt feierten zusammen das Jubiläum und präsentierten sich sowie ihre Sportarten. Und es kam auch die Idee, die Limbacher Bevölkerung etwas anzulocken mit einem Sportlerstammtisch, der auch breit gefächert ist. Es geht über die Ballsportarten bis hin zu den Rennfahrern. Die Triathleten sind vertreten. Und wir hoffen, dass die Limbacher viele interessante Fragen stellen und eine Diskussion entsteht, die dann auch für die Zukunft zeigt, was hier in unserem Bereich alles möglich ist. Begrüßt wurden unter anderem die Motorsportler Didi Krams und Sarah Heide, genauso der FC Erzgebirge Aue mit dem Sportdirektor Steffen Ziffert und dem Spieler Sebastian Härtner. Auch Steve Teluge, der mehrfache Schwimm-Europameister, der zudem zweimal olympisches Bronze gewann, fehlte nicht. Die Großsporthalle in Limbach-Oberfrohna hat viele Nutzer. Darunter sind die Handballmannschaften vom Ballsportverein Limbach-Oberfrohna. Wir als Handballer sind außerordentlich froh, dass es diese Großsporthalle gibt und sind auch den Stadtvätern ganz sehr dankbar, dass wir unsere Heimspiele nicht mehr wie vor Jahren in Oederan oder auch in Oberlumpitz austragen müssen, sondern dass wir diese wunderschöne Sporteinrichtung für unseren Ballspielverein nutzen können und dürfen. Die Stadt ist sehr großzügig in dieser Beziehung. Sie lässt die Kinder und Jugendlichen ohne Entgelt trainieren und spielen. Und bei den Erwachsenen wird ein entsprechend abgemindertes Entgelt verlangt. Insgesamt 11 Handballmannschaften hat der BSV. Von den Minis bis zu den Erwachsenen. Dabei ist die Frauenmannschaft in der Verbandsliga unsere im Erwachsenenbereich höchstklassige Mannschaft und bei den Jugendlichen spielen 5 Mannschaften in der Sachsenliga. Das Jubiläum, 20 Jahre Großsporthalle, war natürlich verbunden mit Wünschen für die Zukunft. Wir wünschen uns, dass, wie gesagt, die Sportstätte weiterhin uns zur Verfügung steht, in diesem Rahmen, wie es bisher der Fall ist. Denn finanziell kommen wir gerade über die Runden. Das ist also so, dass wir ja nun nicht auf Rosen gebettet sind und die Unterstützung der Stadt außerordentlich wichtig ist für uns. Und wir hoffen, dass auch weiterhin im Kinder- und Jugendbereich Zulauf da ist, damit wir unsere Mannschaften weiterhin gut auffüllen können und dass wir dann auch im sportlichen Bereich in der Zukunft im Erwachsenenbereich wieder erfolgreicher sind, als wir es im Moment zeigen können. Der Schwimm- und Tauchsportverein Limbach-Oberfrohna veranstaltete am 3. Septemberwochenende das 17. 24-Stunden-Schwimmen. Im Freizeit- und Familienbad Limbomar fiel am 19. September 10 Uhr der Startschuss für den Schwimmwettbewerb, an dem neben Mitgliedern verschiedener Schwimmsportvereine ebenso andere Schwimmbegeisterte teilnehmen durften. Voraussetzung war, dass sie 100 Meter am Stück schwimmen können. Anliegen ist es, in 24 Stunden mit möglichst vielen Teilnehmern auch möglichst viel Strecke zu schwimmen. Dabei haben wir Staffeln gemeldet aus Schulen, aus Vereinen. Die Staffeln bestehen jeweils aus 16 Teilnehmern, die insgesamt 3-mal eine halbe Stunde jeder ins Wasser muss. Und neben diesen Staffeln sind auch Einzelschwimmer unterwegs.
Das Ziel ist es, innerhalb der 24 Stunden auf seiner Staffelkarte viel Strecke zusammenzubekommen. Am Ende beteiligten sich 363 Schwimmer an dem Wettbewerb. Die legten zusammen 1901,3 Kilometer zurück. Die jüngste Teilnehmerin, Alvine Bürge, war 4 Jahre alt und schwamm 800 Meter. Der älteste Teilnehmer, Roland Ecker, zählte 82 Lenze und schwamm 2500 Meter. Mit 42,2 Kilometer legte Rico Prede bei den Männern und mit 33,5 Kilometer Eva Maria Schneider bei den Frauen die längste Strecke zurück. Die Staffelwertung gewann bereits zum 10. Mal der STV Limbach-Oberfrohna. Den Schulpokal holte sich auch in diesem Jahr das Gymnasium Burgstedt. Es wurde in den 24 Stunden aber nicht nur geschwommen. Das Ganze wird untermalt von Veranstaltungen wie einer Bastelstraße oder einem Kuchenbazar, sodass man sich wirklich 24 Stunden hier in der Halle aufhalten kann. Die 18. Auflage des 24-Stunden-Schwimmens im nächsten Jahr wird unter einem Motto stattfinden. Da führen wir hier das Schwimmen für Demokratie und Toleranz durch. Das wird vom sächsischen Innenministerium gefördert. Und die Stadt Limbach-Oberfrohna hat den Zuschlag bekommen, auch als Ausrichter des Tages der Sachsen nächstes Jahr diese Veranstaltung durchführen zu können. Das 24-Stunden-Schwimmen ist für den Verein auch Werbung in eigener Sache. Wir müssen in unseren Jugendgruppen, Kinder- und Jugendgruppen, immer für Nachwuchs sorgen. Der eine oder andere findet es schön, sich im Wasser zu bewegen. Den laden wir auch gern in unsere Schwimmgruppen ein. Das beginnt mit Kindern um die 5 und 6 Jahre und endet dann bis hin in den Masterbereich, wo 75-Jährige und 80-Jährige sich teilweise auch weltweit messen. Die Mastermannschaft war beispielsweise jetzt im vergangenen Sommer in Russland zur Schwimm-WM, hat dort teilgenommen und wir sind immer für neue Mitglieder offen. Also, wer Lust hat, beim STV Limbach-Oberfrohna mitzumachen, kann sich melden. Neben Schwimmern und Tauchern sind auch Triathleten willkommen. Falls Sie planen, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, sollten Sie jetzt genau aufpassen. Unsere Experten beraten Sie unter anderem auch zu diesem Thema. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Ihrer Sendung Sie fragen, Experten antworten. Als erstes habe ich ein Schreiben, das direkt hier an das Studio gegangen, und zwar von der Umsatzsteuer-ID-Nummer.de, genauer das deutsche Firmenregister zur Erfassung und Registrierung inklusive Umsatzsteuer-Identifikationsnummern. Ein sehr behördlich aussehendes Schreiben, aber wir haben hierüber schon mal berichtet. Hier geht es um was ganz anderes, sondern hier soll letztendlich für ein Register ein Abo verkauft werden. Ja, und jetzt machen sie was eins. Jetzt erinnern sogar noch den Fernsehsender dran, dass er wohl gefälligst mal auf das Schreiben vom 17.04. reagieren soll. Walter, wie ist sowas juristisch zu werten? Ja, das ist ja ein sehr diffiziles und schwieriges Thema. Da gibt es ja nun auch schon viel Rechtsprechung dazu. Einerseits wird gesagt, man muss das sehen, dass das kein behördliches Schreiben ist, zumindest in den Dingen, die in der Vergangenheit gelaufen sind. Wenn ich das jetzt hier sehe, hätte ich jetzt persönlich überhaupt keinen Zweifel zu sagen, das ist ein eindeutiger Täuschungsversuch. Wenn hier Umsatzsteueridentnummer.de steht mit dem Europazeichen, hier diese Betreffliste aufgemacht ist wie in einem behördlichen Schreiben, auch der Titel da oben drüber und Erinnerungen an irgendwelche Schreiben verschicken in der Regel nur Behörden. Also eine Privatfirma schickt kein so ein Schreiben mit der Überschrift Erinnerung.
Ja, das ist wie so eine obrigkeitliche Aufforderung. Also hier würde ich auf jeden Fall, wenn nun mal jemand drauf reingefallen wäre, da würde ich auf jeden Fall mal zum Prozess raten. Und im Übrigen, wer sich sehr ärgert, der kann auch hier sich an diese Firma wenden und denen ein Schreiben schicken und die abmahnen, das zu unterlassen mit Strafandrohung. Denn das ist also schon mehr als grenzwertig, würde ich sagen. Das ist betrügerisch. Ja, zumal sie noch hier reinschreiben, Erfassung gewerblicher Firmendaten nach § 14 BGB. Ja, also das ist ein Unsinn. Ja, dann habe ich hier eine weitere Frage. Hier möchte Frau E. wissen, ich habe vor kurzem einen Überspannungsschaden und wir wollen den jetzt der Versicherung melden. Gibt es dabei was zu beachten? Ja, Frau E., das gibt es wohl, weil das nimmt ja mittlerweile immer mehr zu, wie sich halt unsere ganze Wettersituation immer weiter verändert, kommen natürlich auch diese Überspannungsschäden immer stärker zur Geltung. Vielleicht sollten Sie auf zwei Sachen achten. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt der Hausrat betroffen ist oder das Wohngebäude. Denken Sie bitte, wenn es ein Hausratschaden ist, überprüfen Sie bitte auch mal in Ihrem Haus die Heizung, weil jetzt fangen langsam die Temperaturen an, kälter zu werden. Und diese Heizung, die haben so Plantinen drin, die Steuergeräte, und das kostet halt auch mal schnell 1.000 Euro. Das sollten Sie also auch nochmal wirklich überprüfen. Ja, und wenn Sie glauben, es ist ein Überspannungsschaden, sollten Sie, wenn es geht, eine Fachwerkstatt hinzuziehen, die das dann auch mal bestätigen kann, der Versicherung gegenüber. Und die Schadensmeldung am besten, wenn Sie die Schadensmeldung gleich mit den Kostenvoranschlägen, den Originalbelegen einreichen, das verkürzt die Zeit enorm. Und wenn dann halt auch wirklich eindeutig von einem Fachwerkstatt drin steht, dass sich hier um einen Überspannungsschaden handelt, dann sollte auch der Regulierung nichts im Wege stehen. Gerne fragen die Versicherung, wann genau der Schaden eingetreten ist. Und das ist bei Überspannungsschäden ziemlich schwierig, weil sie ja nicht wissen, ist das jetzt durch diesen Blitz gekommen oder schon vor ein paar Wochen. Wenn sie es erst an einem bestimmten Zeitpunkt festgestellt haben, dann schreiben sie es bitte auch so rein in die Schadensmeldung. Schreiben Sie rein, wahrscheinlich oder erst festgestellt am. Denn wenn Sie reinschreiben, durch Blitzschlag, die Versicherer kontrollieren das mittlerweile, jeden einzelnen Blitzanschlag, der wird in Deutschland registriert. Da gucken die in ein zentrales Register rein und dann stellen die sehr schnell fest, ob es in ihrer Nähe überhaupt ein Blitz zur Erde gegangen ist. Ja, das mal so als erste Information. Sollten Sie da noch mehr wissen wollen, dann bräuchte ich ein paar mehr Informationen. Vielleicht können Sie mir die Schadensmeldung auch im Vorfeld mal zuschicken. Schicken Sie am besten an den Sender. Dann schaue ich da mal drüber und teile Ihnen dann mit, ob Sie die so, wie Sie geschrieben haben, an den Versicherer schicken können. Ja, dann habe ich eine nächste Frage. Hier schreibt ein Zuschauer, meine Berufsunfähigkeitsversicherung lehnt jegliche Zahlung ab, obwohl ich zu mehr als 50% berufsunfähig bin, weil ich bei Antragstellung eine 7 Jahre zurückliegende psychische Erkrankung bei den Gesundheitsfragen nicht angegeben hätte. Die damalige Erkrankung hat mit der heutigen Erkrankung nichts zu tun. Wie ist die Rechtslage? Ja, das ist leider ein sehr häufig auftretendes Problem, auch in meiner Beratungspraxis, dass eben Gesundheitsfragen nicht richtig beantwortet werden. Vorab vielleicht mal die Feststellung, die falsche Beantwortung bezüglich einer Krankheit, die mit der jetzigen nichts zu tun hat, spielt keine Rolle. Spielt also keine Rolle, dass Sie jetzt eine andere Krankheit haben, als Sie damals hatten. Und dann kommt hinzu, dass natürlich, wenn falsch Angaben gemacht werden, die Versicherung von der Leistung frei ist. Und da haben Sie natürlich ein Problem, wenn Sie selber die falschen Angaben gemacht haben, da kann man Ihnen nicht helfen. Aber häufig ist es so, dass natürlich die Versicherungsagenten diese Versicherungsfragen für die Leute ausfüllen, die dort einen Vertrag schließen wollen. Und da kann man natürlich auch nicht immer jedem trauen. Das heißt also, da werden häufig eben Angaben falsch weitergegeben. Zum Beispiel hier die Tatsache, womöglich, dass eben psychische Erkrankungen für 10 Jahre zurück bei vielen Versicherungsgesellschaften beantwortet werden müssen und nicht nur auf 5 Jahre wie die üblichen Erkrankungen. Und schon sind Sie drin, wenn Sie nicht in 10 Jahre zurück hier sich drum gekümmert haben. Und dann wird häufig auch das bagatellisiert, was diese Gesundheitsfragen betrifft. Naja, das ist alles nicht so schlimm und nicht so wichtig und da geht man das und jenes an. Sie sollten sich auf solche Dinge generell nicht
einlassen. Auf jeden Fall entweder diese Gesundheitsfragen selbst ausfüllen oder dann ganz genau lesen. Erstens die Fragestellung, wenn es der Agent ausgefüllt hat, und zweitens, was er denn dann reingeschrieben hat. Und wenn Sie ganz sicher gehen wollen, dann füllen Sie den Antrag nicht gleich aus, sondern nehmen Rücksprache mit Ihrem Hausarzt, denn der hat Ihre ganze Krankheitsgeschichte in der Regel bei sich in den Akten, und dann können Sie das Ganze wirklich korrekt ausfüllen. Denn später irgendwelche Ansprüche gegenüber Dritten zu machen, ist äußerst schwierig. Zum einen, wenn es ein sogenannter Einzelvertreter ist, also einer, der nur eine Gesellschaft vertritt, dann müssten Sie sich mit der Gesellschaft auseinandersetzen, denen gegenüber einen Anspruch geltend machen auf fehlerhafte Beratung. Da haben Sie in der Regel eine Beweissituation, weil Sie meistens dem Versicherungsagent alleine gegenüber sitzen. Glück haben Sie dann, wenn von Ihrer Verwandtschaft womöglich jemand mit dabei gesessen ist. Und wenn es ein freier Makler ist, haben Sie dasselbe Problem. Da müssen Sie dem auch beweisen, dass er Sie falsch beraten hat. Und da kommt natürlich noch das weitere Problem hinzu, dass da meistens nicht viel Geld dahinter steckt bei diesen Maklern und auch schwer an Geld zu kommen ist. Auch wenn er eine Versicherung hat, häufig ist es so, dass dann gerade solche Leute aus der Versicherung inzwischen rausgeflogen sind oder was auch immer, oder die Versicherung gerade in Ihrem Fall dann nicht mehr leistet. Also es ist schlichtweg einfach ratsam, ganz vorsichtig zu sein, wenn Sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Das möchte ich auch nochmal unterstreichen, weil das sehe ich in meiner Praxis auch jeden Tag. Denn ich würde mal mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, also wenn man von 100 Berufsunfähigkeitsversicherungen sich mal die Anträge anschaut und dann mal tatsächlich hinterfragt, was ist denn davon richtig angegeben worden, dann sage ich Ihnen, das sind 90% falsch. Weil da einfach Sachen nicht angegeben werden, bagatellisiert. Und das hat einfach damit zu tun, dass ein Versicherungsvertreter nur dann Geld bekommt, wenn ein Vertrag zustande kommt. Und deswegen hat er ein objektives Interesse, dass sie gesund sind, damit der Vertrag letztendlich ohne Probleme polisiert wird, weil dann gibt es Geld. Alles andere macht ja nur zusätzliche Arbeit. Hier wäre auf jeden Fall mehrere Sachen, die aus meiner Praxis noch sinnvoll sind. Entweder machen Sie es im Protokoll nochmal bemerkbar, dass Sie die Fragen nicht selber ausgefüllt haben. Auf jeden Fall sollten Sie nochmal nachlesen, sich nicht darauf verlassen, was der sagt. Denn nach dem Motto, also das wird ja gern ein bisschen flapsig gemacht, erst wenn man den Kopf unter der Hand hat, nicht das nehmen wir erst, dann schreiben wir das rein, das andere ist nicht so wichtig. Wir können davon ausgehen, dass keiner von denen medizinisch ausgebildet ist. Vielleicht hilft auch so eine ganz einfache Geschichte, Sie fügen ein Beiblatt dem Antrag zu und schreiben einfach rein, alle meine Angaben entsprechen meinen laienhaften medizinischen Kenntnissen, meinem derzeitigen Erinnerungsvermögen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an meinem Hausarzt. Ich glaube, mit so einer Formulierung hätte es die Versicherung dann sehr schwer, wenn ich dann hinterher sagen würde, sorry, ich habe da was vergessen oder ich kann es nicht medizinisch beurteilen. Möglicherweise, dann kann natürlich der Einwand kommen, ja, da muss man sich eben richtig erinnern bei solchen Sachen oder muss seinen Hausarzt vorher fragen. Es ist schwierig. Und vor allem, was ich noch anfügen möchte, wo man ganz vorsichtig sein muss, ist mit Allergien. Das ist auch ein äußerst heikles Thema, die auch ja häufig Jahre zurück schon entstanden sind und die auch häufig der Grund dafür sind, dass man später vielleicht berufsunfähig wird. Oder auch gerade diese psychischen Erkrankungen, Burnout ist da so ein Stichwort. Also gerade dort sollte man äußerst vorsichtig sein. Und wenn man mit sowas vorbelastet ist, dann sollte man die Finger von einer BU weglassen. Die bringt einem dann nichts. Ja, das kann ich also nur unterstreichen. Und im Zweifelsfall provozieren Sie eine Arztanfrage, schreiben Sie auch rein, also unabhängig von meinen Gesundheitsfragen empfehle ich doch mal eine Arztanfrage zu machen. Man kann ein großes ärztliches Zeugnis beifügen. Oder man kann ja Probeanträge stellen. Man kann Probeanträge stellen, wobei viele Gesellschaften mittlerweile die nicht mehr akzeptieren. Die sagen, nö, nur einen normalen Antrag. Ich hatte sogar eine Gesellschaft, die diesen wunderschönen Satz dann direkt mir geäußert hat und sagte, entweder nehmen Sie den Satz aus dem Antrag raus, dann können wir darüber reden, ansonsten würden wir den so nicht polisieren. Ja, ich drücke die Daumen, dass da noch irgendwo was geht. Vielleicht kann man auf gut Willen noch irgendwas erreichen. Tja, ansonsten ja, ist die Sendezeit schon wieder rum. Und ich freue mich, Sie das nächste Mal wieder begrüßen zu können, wenn es heißt, Sie fragen, Experten antworten. Das war's. Wir sind leider schon am Ende unserer Sendung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Schalten Sie nächste Woche wieder ein, denn Alexander und Sandra haben wieder etwas Leckeres gekocht.
Mein Name ist Laura Baumgärtel und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.